Europas Atomkraftwerke haben mehr Sicherheitsmängel als bisher bekannt. Das deckt ein EU-Stresstest auf, der öffentlich geworden ist. In Deutschland müssten sämtliche Anlagen nachgebessert werden, weil der Schutz vor Erdbeben nicht ausreichend sei. Bundesumweltminister Altmaier will sich erst äußern, wenn die Ergebnisse der Untersuchung offiziell vorliegen. Die EU-Kommission will die Studie am Mittwoch zunächst intern bekannt machen. Das Atomkraftwerk Cattenom im Elsass. Nach einer Störung hat sich gestern wieder ein Reaktorblock abgeschaltet. Frankreichs Atomkraftwerke stehen weit oben auf der Mängelliste, die die EU-Kommission zusammenstellte, aber offiziell unter Verschluss hält. Wir würden unsere Empfehlungen für die europäischen AKW gerne auf dem nächsten EU-Gipfel vorstellen, erklärte diese Sprecherin, die von der Veröffentlichung der Mängelliste überrascht wurde. Atomkraftwerke stehen in 15 Ländern der EU. Drei weitere Länder wollen in den AKW-Bau einsteigen. Die übrigen EU-Staaten, darunter Dänemark und Italien, verfügen nicht über eigene Anlagen und planen auch keine. Auch deutsche AKW sollen gravierende Sicherheitsmängel haben, etwa bei Erdbebenwarnanlagen. Und wichtige Sicherheitsregeln seien noch nicht umgesetzt, heißt es in dem Bericht. Das ist aber noch nicht alles. Die EU-Kommission hat andere Risiken nicht untersucht, etwa wie die Bevölkerung im Notfall in Sicherheit gebracht wird und was passiert, wenn mehrere Sicherheitssysteme auf einmal versagen, wie in Fukushima. Um alle 134 noch laufenden Reaktoren in der EU sicherer zu machen, müssten zwischen 10 und 25 Milliarden Euro investiert werden, schätzt die EU-Kommission. Die Nachrüstung kostet viel Geld, sie bringt aber keine absolute Sicherheit, die notwendig wäre, um uns tatsächlich vor den gewaltigen Risiken der Atomenergie zu schützen. Die Mängelliste über die europäischen Atomkraftwerke offenbart enorme Sicherheitslücken. Dass sie jetzt heimlich in Umlauf gebracht wurde, zeigt, dass Kreise hier in Brüssel offenbar fürchten, sie könnte bei den kommenden Beratungen so verwässert werden, dass am Ende alles so bleibt, wie es ist.